Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video zum Thema Conan Battle Pass bzw. Herausforderungen. Ja, heute geht es um die folgende Herausforderung, nämlich Fledermauskreaturen besiegen. Eine seltene Herausforderung, die uns für gewöhnlich 70 Erfahrungspunkte gibt. 10 Stück müssen wir besiegen. Ich bin hier oben und zwar ist das ganz genau an Anfang von O und am Anfang mehr oder weniger von 9. Da gibt es einmal die Bastion der Fledermausdämonen. Und zwar gibt es, wie ihr hier sehen könnt, diese Fledermausdämonen überall. Ich habe schon mal eine erledigt, die hier im Umfeld stand. 3 sind schon mal hier. Eine patrouilliert hier immer so ein bisschen rum. Die findet ihr dann meistens hier oder auf dem Weg nach hinten. Das wäre dann schon mal die Nummer 4. Dann könnt ihr hier so weitläufig ein bisschen ablaufen. Es gibt ja auch schöne Sachen, die ihr einsammeln könnt. Da könnt ihr dann natürlich auch ein bisschen die Augen nach Ausschau halten. Unten läuft dann nochmal eine rum und ich zeige euch dann gleich auch nochmal, wie ihr ins Verlies reinkommt. Sollten eventuell hier oben nicht genügend zu finden sein, dann könnt ihr auch nochmal ins Verlies reingehen und ja, im Verlies dann nochmal welche umbringen. Hier vorne ist eine. Ich meine, hier vorne ist der, den ich schon getötet hatte. Hier könnt ihr quasi einmal so im Kreis rumlaufen. Unten, glaube ich, gibt es keine mehr. Ich kann mich aber auch vertun. Da ist nochmal ein, den wir jetzt nicht getroffen haben. Jetzt aber. Und ich glaube, das war's. Also es sind so 7, die auf jeden Fall hier draußen rumlaufen. Es kann sein, dass zwischendurch natürlich auch noch ein paar zu finden sind. Ich zeige euch aber dennoch mal eben den Eingang. Da müsst ihr nämlich hier hochlaufen. Hier rechts könnt ihr dann auch nochmal was lesen. Und hier ist der Eingang und hier würdet ihr dann theoretisch auch wieder runterkommen. Hier ist dann der Eingang zum Verlies selber. Und wenn er dann hier reingeht, einfach hier drauflaufen. Und direkt im ersten Gebiet gibt es dann auch schon ein paar Gegner, die ihr erledigen könnt. Das wäre dann die Nummer 8. Hier, glaube ich, ist keiner. Nein, da ist keiner. Da müsst ihr halt ein bisschen gucken, wo ihr die Gegner findet. Einfach reinlaufen und den Anfang machen. Oder direkt natürlich hier reinlaufen, das Ganze vielleicht verbinden. Das ist letztendlich dann euch überlassen. Ja, so könnt ihr die Herausforderungen recht schnell fertig bekommen. Wenn ihr natürlich genügend Kraft habt oder im Admin-Modus unterwegs seid. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und schaut euch auch gerne die anderen Conan Battle Pass Videos an. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.